Ja, hallo und herzlich willkommen auf Blu-ray-Neuheiten. Ich stelle euch heute wieder eine neue Blu-ray vor und zwar ist das heute The Expendables 2. The Expendables 2 kam am 30.08.2012 in die Kinos und ist ab morgen, den 25.01.2013, überall auf DVD und Blu-ray erhältlich. Den Film gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Ich habe mich hier also für die Europack-Version entschieden, einfach aus dem Grunde, weil die mir ganz gut gefällt. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist die noch original eingeschweißt. Ich habe mir überlegt, im Anschluss des Videos nochmal so ein Unboxing zu machen, sodass wir dann nochmal zusammen reingucken können, was da so alles bei ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, zum Film. Hier führte Simon West Regie, der unter anderem auch Con Air gemacht hat. Und ja, der Film lockte über 1,2 Millionen Besucher in die Kinos hier in Deutschland alleine und spielte fast 10 Millionen Euro ein. Also richtig viel und sehr erfolgreich gewesen. Zumindest bei uns in Deutschland, ich glaube auch überall auf der Welt. Und da ist ja auch sicherlich noch ein dritter Teil geplant. Und ja, zu Recht, wie ich finde, weil der Film einfach grandios ist. Ja, zur Geschichte, für die den Film noch nicht kennen. Es geht wieder um die Söldnertruppe von Sylvester Stallone. Die hat den Auftrag bekommen von Church, hier gespielt von Bruce Willis, eine Festplatte aus einem Flugzeugwrack sicherzustellen. Darauf befinden sich Koordinaten, wo man hochexplosives Plutonium findet, also was ganz, ganz Gefährliches. Und nicht nur die sind hinter der Festplatte her, sondern auch andere, die das Plutonium finden wollen und damit sehr viel Geld machen wollen. Dann kreuzen sich die Wege und dann fängt dann halt so der kleine Krieg an, sage ich einfach mal so, zwischen Gut und Böse und ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Sehr, sehr viel coole Action ist dabei und sehr, sehr viele coole Schauspieler von früheren Zeiten und macht unglaublich viel Spaß, sehr witzig. Mir persönlich gefällt der Film besser als der erste Teil, da hier auch, einfach nur, weil er so witzig ist und weil ordentlich Action ist und einfach, man hat einfach Spaß, sich den Film anzuschauen. Auf der Blu-ray sind oder ist ganz viel Bonusmaterial drauf, wie ich hier gerade sehe. Unter anderem Audiokommentare von Simon West und dann haben wir hier die mächtigsten Anti-Helden der Welt. Big Guns, Bigger Heroes, die 80er Auferstehung des Actionfilms. Dann haben wir hier die Waffen der Expendables und die echten Expendables und geschnittene Szenen und dann noch so eine Gag-Regel. Wie ich hier gerade sehe, steht jetzt hier auf der Umverpackung nicht, was da so, wie lange der Film geht. Ich glaube, der Film geht 103 Minuten, aber da bin ich mir nicht genau sicher. Dann zum Ton, ich glaube, der hat einen HD 7.1 Sound. Es steht hier zwar auch nicht drauf, aber ich denke mal dann hinterher auf dem Steelbook, wenn ich die Box gleich unboxe, dann schauen wir mal rein. Das war es jetzt auch von dem Video und ich hoffe, ihr bleibt dran und schaut euch das Unboxing an. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und dann sage ich einfach mal, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran geblieben. Jetzt bin ich erstmal richtig gespannt, wie die Box so aussieht, was da so alles bei ist. Also das ist die Box hier von vorne, so sieht sie aus. Das ist, glaube ich, nur ja, ist auf dem Karton dieses FSK-Logo. Ich sehe hier gerade, dass diese Hülle, diese 3D-Hülle ist hier ein bisschen verrutscht. Aber das geht noch. Schönes Wackelbild, ist, glaube ich, magnetisch, so wie das hinten auf der Verpackung draufsteht. Gucken wir mal hier. Ja, hier sieht man auch schon einiges, was da so mit bei ist. Also das ist einmal der Stoffbanner.
mit diesem letzten Abendmahlbild. Dann haben wir hier dieses Magnet-3D-Wackelbild. Dann haben wir hier 12 Charakterkarten und dann nochmal so ein Aufkleber. Ja, so sitzt du also von hinten aus. So sitzt du von vorne aus. Und ja, dann packe ich es mal eben aus. Ganz vorsichtig hier. Jo. Bin echt mal gespannt. So. Oh, ich sehe hier gerade, dass das hier an der Ecke ein bisschen geknickt ist. Also ich habe mir die Box bei buch.de bestellt, einfach aus dem Grund, weil man da keine Versandkosten bezahlen muss, also keine 5 € Versandkosten wie bei Amazon. Habe mich dafür auch extra angemeldet und dann gibt es auch nochmal so einen 3 € Gutschein, wenn man sich als Neukunde da anmeldet und den Newsletter abonniert. Dann kriegt man so einen 3 € Gutschein und ja, hat mich dann gefreut. Ja, jetzt kann man das besser sehen mit dem 3D-Wackelbild. Gucken wir mal. So. Das ist schon mal. Ah, das mache ich gleich auf. Dann kommen da auch schon die ganzen Karten raus. Ich glaube, das ist der Aufkleber. Ja. Dann haben wir die einzelnen Charaktere. Genau, hier ist Sylvester Stallone. Ich glaube, da sind noch nicht mal. Ja. Dann haben wir hier Jason Statham, Jet Li, Chuck Norris. Jean-Claude Bruce Willis auch nochmal. Arnold Schwarzenegger. Und ja, der. Ja, das war's jetzt erstmal von den Postkarten. Finde ich, sieht ganz cool aus. Gefällt mir ganz gut. Man könnte da allerdings auch noch so eine Collage von machen. Einfach einen Rahmen besorgen und dann alle in einen Rahmen packen. Und das wird dann bestimmt richtig cool aussehen, wenn man sich das dann ins Zimmer hängt. Am besten über der Box. Sieht bestimmt cool aus. Naja, vielleicht mache ich das. Überlegen. Genau, das war einmal das. Dann packe ich mal eben das hier aus. Genau. So. Muss erstmal gucken, wie groß war das nochmal? Ah ja. Hier sieht man es nicht genau, aber da steht 119 mal 61 Zentimeter. Ja, ganz schön groß. Ich hoffe, ich kriege das jetzt in einem. Ne, kriege ich nicht hin. Halleluja, ist das groß. Moment. Oh Mann, oh Mann. Das sieht ja mal richtig cool aus. Warte, ich nehme eben die Kamera und halte das so hin, weil anders kriegen wir das nicht. Ich stelle mal eben kurz scharf. So, tada. Ja, ist schon riesig. Wow. Dann noch das coole Bild, da ist diese Leinwandversion nichts dagegen. Aber das gefällt mir richtig gut. Ist schön groß und muss ich jetzt mal einen Platz für finden. Ja. Gefällt mir richtig gut, auf jeden Fall. So. Genau. So sieht man's. Also 119 cm lang und 61 cm breit. Ja, ist schon nicht schlecht. So, packe ich das mal eben weg und dann gucken wir mal hier weiter.
Ja, jetzt haben wir hier das Steelbook mit dem Moment. Muss mal kurz scharf stellen, so. Ja, mit dem 3D-Wackelbild. Oh, ist schon schwer. Ja, ist auch nicht schlecht. So, und dann haben wir hier natürlich das Steelbook. Also ich persönlich finde das Steelbook cool. Sieht ganz cool aus. Das Motiv gefällt mir auch. Allerdings ist hier nichts geprägt. Auch kein FSK-Logo, finde ich ganz cool. Dafür aber auf dem Karton hier. Ja, und hinten steht dann, ja, ist ähnlich wie das auf der Box hier vorne. Dann können wir hier nochmal gucken. Ja, genau, DTS HD Sound 5.1. Dann haben wir 100, Laufzeit 103 Minuten. Und ja, gucken wir mal eben, wie es drin aussieht. Genau, das ist das Hauptmotiv des Films. Dann haben wir hier, oh, Last Stand von Arnold Schwarzenegger. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Und dann hier die Disc. Packen wir mal aus. Mhm, da ist auch dieses Logo von The Expendables drauf. Ja. Nur es wäre schöner, wenn das hier noch geprägt wäre. Aber man kann ja nicht alles haben. Hier steht auch ungeschnittene Version. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwie in einem halben Jahr wieder eine neue Version mit einem Director's Cut raus. Das finde ich immer voll scheiße, auf gut Deutsch gesagt. So sieht sie von der Seite aus. Ja. Genau, da haben wir einmal, pack ich das da mal wieder rein. Jawohl. Ich glaube, diese Karten, die packe ich da auch rein. Geht das? Jawohl. So fühlt sich das noch wertiger an. So. Ja. Na, es geht, ne? So. Genau. Muss ich jetzt nur einen schönen Platz für finden. Ich habe ja fast gar keinen Platz mehr in meinem Zimmer. Und natürlich den Banner, der mir auch außerordentlich gut gefällt. Schön groß. Ich muss dafür auch noch, ich weiß nicht, ob ich mir das noch irgendwo hinhänge, aber ist auf jeden Fall richtig fett. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Ich würde mich freuen. Was mich auch noch interessieren würde, ist, welche Version ihr euch zulegt. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und ja, dann sage ich einfach mal viel Spaß beim Filme schauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.